Mahlzeit miteinander. Ich war heute mal wieder im Supermarkt meines Vertrauens, diesmal beim Edeka. Und ich habe ein weiteres Oktoberfestbier ergattert und diesmal vom Spatenbräu aus München. Ja, der Spruch, lass dir raten, trinke Spaten, den werden wir heute mal überprüfen. Schauen uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier ein Bier mit 5,9% Alkohol. Ja, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, besser gesagt wahrscheinlich auch nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und ja, es ist wieder einmal ein Original-Wiesenbier. Ich würde sagen, wir machen einmal auf. Nehmen wir einen Schluck aus der Flasche. Okay, füllen wir mal ein. Zum Geschmack sage ich gleich was. Da ist mir jetzt ein Punkt etwas negativ aufgefallen, aber da kommen wir jetzt gerne mal dazu. Schauen wir, dass wir eine gescheite Schaumkrone hinkriegen. So. Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. So soll das ausschauen. Schöner fester Schaum. Kann für meine Verhältnisse ein bisschen fester sein. Ist ein bisschen zu großporig, finde ich. Aber dafür die Farbe Goldgelb. Ein richtig appetitliches Wiesenbier. So muss das meiner Meinung nach ausschauen. Finde ich gut, gefällt mir. So, gehen wir mal zum Geschmack über. Prost! Hat eine angenehme Süße mit drinnen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Es ist auch sehr süffig. Geht gut runter. So muss ein Wiesenbier schmecken. Mein negativer Punkt, den ich vorher schon beim Schluck aus der Flasche gehabt habe, der bestätigt sich jetzt hier leider wieder. Ich habe das Gefühl, da ist einfach so ein metallischer Nebengeschmack noch drin. Der ist für meine Verhältnisse schon relativ ausgeprägt. Also ich finde, der ist für mich etwas zu penetrant. Ich weiß jetzt nicht, von was das kommt. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Ja, man schmeckt es halt einfach nur ein bisschen. Trotzdem, das Bier wird trocken von der Süße. Das kann dem einen oder anderen auch zum Verhängnis werden, sage ich einfach so, wie es ist. So ein Wiesenbier ist gefährlich, mit den paar Umdrehungen mehr er das hat. Aber im Grunde genommen ist das Spaten eigentlich ein grundsolides Bier, das man sich getrost auch auf der Wiesn einmal gönnen darf. Gibt bessere, ganz klar. Mein Favorit zum Beispiel Spalana, aber auch das Hacker. Genau. Nichtsdestotrotz ist das solide halbe Bier, schaut appetitlich aus. Ich lasse mir die jetzt auf jeden Fall schmecken. Sag Prost und bis zum nächsten Mal.